Kennst du diesen Film? Pferdeflüsterer. Jenga-Flüsterer? Genau, das Film. Ich. In manchen Sachen bin ich zu akribisch. Also, wenn es mal nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann werde ich unruhig wie gerade. Gut erkannt. Sicher bist du ja nirgendwo, auch in der Zukunft nicht. Man weiß ja nicht. Aber stell dir vor, so 20 Jahre zurück, dann weißt du, welche Mannschaft was gewonnen hat, so wie bei. Das wäre wiederum langweilig, oder? Okay, ich weiß nicht, ob das so langweilig wäre, ich weiß nicht. Monika wäre auch 20 Jahre jünger. Was? Meinst du, wir fangen an, ja? Okay, wir laufen jetzt. Ab jetzt, 1, 2, 3. Ich habe in letzter Sendung vergessen, mich wach zu schütteln. Und Leo meinte zu mir, mach das nie wieder. Vergiss das nie wieder. Spannend geworden, ja. Ja, der meinte so, das ist, so, ist unsere Tradition und ich will, dass du das immer wieder machst und deswegen muss ich das jetzt machen. Ich bin halt jetzt 35. Hast du das beim letzten Mal vergessen? Genau. Okay. Ich meine, deswegen fast, das war so nah dran war der Leo, so, um auszurasten. So. Deswegen werde ich das immer wieder machen jetzt. Freunde, willkommen zurück bei unserer Sendung Wahrheit sein Vater und diesmal haben wir einen sehr interessanten, sehr geilen Gast bei uns. Der geil kann man nicht falsch verstehen, oder? Kann man doch. Keine Ahnung. Ja? Warte, kommt drauf an, wie du es meinst. Ich mach das nochmal. Wird das geschnitten? Ja. Also fängt schon lustig an. Anfang lassen wir und ich fange jetzt neu an. Freunde, willkommen zurück bei unseren nächsten folgenden Blabla, neuen Sendung von Wahrheit sein Vater. Heute haben wir bei uns einen besonderen Gast, ein Mensch, der meiner Meinung nach von jedem, der ihn kennt, einfach sehr gemocht, sehr geliebt wird, dass man wirklich so darauf eifersüchtig werden kann. Und Leute, die ihn nicht kennen, werden heute hoffentlich besser kennenlernen und genauso lieben lernen, wie die anderen es tun. Heute bei uns Max Schwind, Trainer, MMA-Trainer, in der Szene sehr bekannt, sehr geliebt, wie gesagt. Max Schwind ist in Deutschland seit er, wie alt bist? Seit 1989, mit 10 Jahren nach Deutschland. Mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Er ist einer von Spätaussiedlern. Deutsche, die aus Zentralasien, Mittelasien nach Deutschland zurückgekehrt sind. Diese Spätaussiedler heißen die so, weil das sind Deutsche eigentlich, ethnische Deutsche, die zu den Zeiten von Peter der Großen angefangen in Russland angesiedelt waren oder eingeladen waren, in Russland zu leben, weil Peter sich dadurch erhofft hat, die eigene Bevölkerung sozusagen mehr zu europäisieren, weil er wirklich davon überzeugt war, dass Russland halt von seinem Lebensart so sich davon profitieren kann. Genau, von profitieren kann und sich an Europa wirklich so annähern kann, dadurch, dass er halt die europäische Citizens, europäische Bürger zu sich holt und in seinem Land einlebt. Die meisten von haben im Wolga-Gebiet gelebt. Also zwischen Moskau und Kaukasus, wo ich herkomme. Und in den Zeiten vom Zweiten Weltkrieg wurden diese Deutsche und mit ein paar nordkaukasischen Völkern, wurden diese Deutsche als potenzielle innere Feinde abgestempelt, wurden die nach Zentralasien verschleppt. So in richtige so Viehwaggons gesteckt und hatten wir was gemeinsam. Genau, und wurden nach Zentralasien, also Kasachstan, Kirgisien, verschleppt in diese Steppen, in die Steppen, wo es wirklich schwer war zu überleben, weil man halt vor allem in Weltkriegszeiten nichts zu essen hatte. Und dieses Leid hat diese Völker auch sehr stark zusammengeschweißt. Also diese Völker, nordkaukasische Völker, Tschetschenen, Inguschen, Karachai, Balkaren, Krim-Tataren und die Deutschen, die Wolga-Deutschen, ja, die dort deportiert wurden sozusagen. Das ist so ein bisschen so Vorgeschichte.
Nach dem Mauerfall haben diese Deutschen angefangen, dann nach und nach wieder zurückzukehren in ihre Heimat Deutschland. Und so ist auch Max Schwind nach Deutschland gekommen. Du warst 10 Jahre alt und hast du zu der Zeit Deutsch gesprochen? Gar nicht, nein. Das, was ich in der Schule gelernt habe, das waren aber nur ein paar Monate, also nicht wirklich. Deutsch habe ich komplett hier gelernt, also sowohl Lesen, Schreiben, Sprechen, alles hier in Deutschland. Wir sind 89 aus Kasachstan, wie du schon gesagt hast, nach Deutschland gekommen, Karaganda. Mein Vater ist dort geboren. Dein Vater ist dort geboren? Okay. Mein Vater kommt aus Kirgisien und mein Vater hat tatsächlich, soweit ich weiß, bis zum 6., 7. Lebensjahr kein Russisch gesprochen, nur Deutsch, weil in Kirgisien gab es halt nur diese deutsche Ortschaften, wo nur Deutsche gelebt haben, deutsche Schulen und so weiter. Ja. Geil. Und du bist, aber du hattest schon diese Identität und du wusstest schon, dass du halt Deutsche bist, der in Kasachstan lebt. Oder hast du schon von klein an Vorstellungen gehabt, dass du Russe bist? Dass ich Russe bin, diese Einstellung habe ich bis heute nicht. Also, weil ich nicht russischer Abstammung bin, noch habe ich in Russland gelebt. Also ich bin schon so erzogen worden von meinem Vater, dass wir Deutsche sind so, und dass wir halt in Kasachstan leben und wie jeder andere wahrscheinlich auch, dass man stolz auf seine Nation sein soll, wie stark die Deutschen sind oder waren und so weiter. Also nicht, dass das für uns irgendeine Rolle spielt, von wo du herkommst und wie du dich siehst und ob du Russe bist oder nicht. Nicht, dass man uns falsch versteht von vornherein. Ich will nur halt damit, mich interessieren halt solche Sachen, wie du halt, weil du halt so, wie halt generationenlang in Russland gelebt hast. Ich kenne auch welche Spätaussiedler, die sagen, nein, wir sind schon mehr so Russen, als wir Deutsche sind. Absolut. Und, ja, und die haben auch Nachnamen, nicht so deutsche Nachnamen. Du hast einen deutschen Nachnamen, Schwind. Genau. War der auch in Russland so? Das war auch in Russland so. Das ist wahrscheinlich wie bei vielen so gewesen, dass du in Russland, Kasachstan, was auch immer, gar nicht als Russe anerkannt wurdest. Also du, da ist es ja ein bisschen anders als in Deutschland. Du hast einen Ausweis und da steht halt Nationalität Deutsch, Staatsangehörigkeit Russisch, Kasachisch, was auch immer. Also da wurde schon unterschieden zwischen Nationalität und der Staatsangehörigkeit. So, als wir dann nach Deutschland eingereist sind, warst du halt nicht mehr Deutsch, sondern da warst du Russe. Aussiedler, was auch immer. Ja, ich baue es also, genau. Also du merkst da schon Unterschiede. Wenn du so willst, sind wir halt eigentlich heimatlos, obwohl wir deutsche Abstammung sind. Wenn du nach Deutschland kommst, interessiert es keinen. Ah, jetzt seid ihr schon. Jetzt sind wir eingedeutscht. Ihr seid zurückgekehrt nach Hause. Sozusagen. Okay, jetzt kommen wir zu der Sache mit Sport. Du bist selber Ringer gewesen, ein erfolgreicher Ringer. Du hast das hier angefangen und du hast, oder hast du schon vorher angefangen? Ich habe vorher angefangen. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, noch bevor ich eingeschult wurde. Ich wollte es unbedingt, weil mein Vater ist halt vom Beruf Sportlehrer, hat aber als Trainer gearbeitet in Kasachstan. Hauptberuflich und ja, da er mich sonst immer mitgeschleppt hat, schon als Kind, bin ich da mehr oder weniger reingewachsen. Er wollte es anfangs nicht, er wollte nicht unbedingt, dass ich Ringer werde, warum auch immer, ich weiß es nicht, es ist halt Kampfsport, man macht sich Sorgen um eigene Kinder. Er hat immer gesagt, du hast nicht die Statur, du bist zu klein, du bist zu dünn, das passt einfach nicht, aber ich wollte es halt unbedingt. Ja, und irgendwann mal hat er mit 6 Jahren angefangen mit mir zu trainieren, so unser Tagesablauf war halt so, dass wir morgens aufgestanden sind, noch vor der Schule, sind dann ein paar Kilometer laufen gegangen, sind dann in die Trainingshalle. Und in dem Alter hast du in Kasachstan eigentlich sehr wenig Trainingspartner, weil die fangen meistens später an, mit 8, 10 Jahren, so dass er viel halt individuell mit mir gearbeitet hat. Wir sind dann in die Sporthalle, haben dann ein paar Kraftübungen gemacht, Klimmzüge, Seil hochklettern, Liegestütze. Er hat mir ein paar Techniken beigebracht. So hat es eigentlich angefangen. Aber so richtig dann hier in Deutschland, weil da hast du auch nicht viele Turniere. Ich habe, glaube ich, an 2 Turnieren in Kasachstan teilgenommen und den Rest halt komplett hier. Du bist dran übrigens. Ich muss immer daran erinnern, weil ich selber es auch vergesse. Und manchmal das sich in die Länge zieht und mir dann die Fragen ausgehen können. Wir haben neue, also was heißt nicht neue Regelung, eine Regelung aus der ersten Folge wieder dazu genommen, dass der verloren hat, der wird entweder singen müssen, Karaoke, oder ihr könnt in Kommentaren schreiben, bei wem, welchen Kommentar er in Instagram schreiben soll. Also ihr schreibt im Kommentar zum Beispiel, bei Dieter Bohlen unten den und den Kommentar. Und wenn der Kommentar meisten Likes bekommt, also die 3 mit meisten Likes, werden wir posten auf Instagram und 3 Lieder, die ihr vorschlägt.
Und das werden wir auf Instagram posten und dir, wenn du verlierst, oder mir vorschlagen, was du auswählen kannst. Du kannst entweder auswählen, einen Kommentar zu schreiben oder ein Lied zu singen. Klingt gut. Und beides muss abfotografiert werden und wir werden das posten bei uns. Okay. Und weil wahrscheinlich, wenn du einen Kommentar bei einem Star schreibst, irgendein mieses Kommentar, also wir wollen es nicht übertreiben natürlich. Soll dich unter die Gürtellinie nehmen. Ja, genau, man soll es nicht zu tief und keine Ahnung, also man soll es nicht irgendwie so dafür verhaftet werden. Was Lustiges ist okay. Also was Lustiges, Mieses geht schon, aber man muss schon ein bisschen so, man darf jetzt kein Gesicht verlieren. Ja? Auf jeden Fall, derjenige, der verliert, darf dann entscheiden, ob er doch ein Lied singt oder diesen Kommentar schreibt. Mhm. Weil wir haben mit diesem Lied ein bisschen so Erfahrung gemacht, dass manche wirklich sich sehr viel Zeit lassen, bevor die singen. Kann ich verstehen. Also eigentlich war es abgemacht, dass wir nachdem wir eine Woche die Folge gepostet haben, eine Woche darauf entscheiden, welches Lied vorgeschlagen wurde, welches Lied gewonnen hat. Und dann muss er innerhalb einer Woche dieses Lied singen. Aber jemand nimmt sich wirklich sehr viel Zeit. Das dauert, Gesangsunterricht, das kostet Geld. Also der will das sehr schön machen, also wirklich so mit Effekten und so weiter. Und deswegen dauert das noch. Ja. Du hast welche Preise? Du bist ja, glaube ich, Vize-Weltmeister geworden. Oder Weltmeister? Ich war Vize-Europameister im Juniorenbereich und dreimal Weltmeister im Jugend- und Juniorenbereich. Also dreimal Weltmeister warst du? In Griechisch-Römisch. Griechisch-Römisch, okay. Klassischen Stil, ja. Tut mir leid, also ich sollte mich eigentlich besser vorbereiten. Kein Problem. Diese Frage sollte ich eigentlich nicht stellen, aber wir können die rausschneiden. Genau, wir schneiden uns zusammen. Genau. Und wie kam es zum MMA, Interesse an MMA und MMA-Trainer? Du bist ein MMA-Trainer, den man wirklich sehr schätzen tut und ich kann von eigener Erfahrung und von Leuten erzählen, die bei dir schon zum ersten Mal trainiert haben und ich habe es beobachtet, wie die kommen und sagen, hey, dieser Max Schwind, ne? So, boah, der ist cool, also bei ihm ist das so, der macht das sehr schön, so, weißt du? Und wie kam es dazu? Dein Vater war Trainer, ich sehe, du hast es ein bisschen in die Wiege. Also ich fühle mich jetzt sehr geehrt, dass die Jungs das mögen, dass du, oder grundsätzlich so viele Rückmeldungen kommen. Meine Beobachtung, ja? Genau, angefangen hat es, ja, gar nicht so lange her, klar. MMA war immer im Begriff, ich habe es immer angeschaut, aber in den 90er Jahren hat mich das weniger interessiert, weil da war das Regelwerk noch nicht so wie heute. Mhm. Also es war ja wirklich im Straßenkampf gleichzusetzen. Ne? Du konntest ja, war ja fast alles erlaubt. Die Kämpfer hatten gar keinen Schutz, die hatten weder Handschuhe noch Mundschutz noch Tiefschutz. Klar hat man sich das angeguckt, man hat es beobachtet, aber das war für mich gar nicht so von Interesse. Einmal aus dieser Perspektive gesehen und aus der anderen, da ich selber sportlich aktiv war und meine eigenen Ziele verfolgt habe, hatte ich nicht so die Möglichkeit und die Zeit, mal nach links und rechts zu schauen. Das Interesse kam, als ich nicht mehr so aktiv im Ring war, als ich aus der Nationalmannschaft ausgestiegen bin, habe dann noch ein paar Jahre in der Bundesliga gerungen und dann kamen immer mehr Kämpfer zum Ringertraining. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass am Anfang die MMA-Kämpfer gar nicht das Ring so ernst genommen haben oder gar nicht so im Fokus hatten. Mhm. Ja, die hatten halt immer Standkampf, ganz wichtig, Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen und halt den Bodenkampf mit Jiu-Jitsu, Lutter Libre, was auch immer. Und das Ring hat da gar keine große Rolle gespielt, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aus Russland da rein, und dann hat man gemerkt, immer mehr UFC-Champions kommen halt aus dem Ring. So, und ich bin jetzt vielleicht nicht objektiv, aber ich sage halt, Ring ist ein ganz wichtiger Bestandteil oder ein ganz wichtiger Aspekt von MMA, weil erst dann kann ich mir aussuchen, wo der Kampf geführt wird. Ob ich dann stehen bleiben möchte, indem ich die Takedowns verteidige, oder ob ich jetzt mit dem Gegner runtergehe, indem ich einen Takedown hole. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ja, und dann kam es halt dazu, dass immer mehr Kämpfer zum Ring kamen, wir haben uns kennengelernt. Ich bin dann immer weniger aktiv beim Ring gewesen, habe dann mich mehr mit MMA beschäftigt oder mit MMA-Kämpfern. Ja, und dann kamen halt die ersten Anfragen, ja, möchtest du mich nicht trainieren? Können wir mal zusammen trainieren? Und dann kamen immer mehr Leute dazu. Es hat sich so ein kleines Grüppchen gebildet, wo wir dann halt wirklich auch zusammen trainiert haben. Ja, und dann musste ich mir halt ein paar Sachen aneignen. Heißt Standkampf,
Boxen habe ich mir von Leuten, mit denen ich trainiert habe, abgeguckt. Und ich hatte eben das Glück, dass ich mit wirklich hochkarätigen Kämpfern hier aus Deutschland arbeiten durfte, wo ich auch selber für mich viel lernen konnte. Ja, und nach einiger Zeit habe ich beim Combat Club dann angefangen, als Trainer zu arbeiten. Auch da halt mit Mike Küppers, Raphael Wohlgemuth, wo ich auch viel lernen durfte, konnte, Wo wir uns auch wo wir uns kennengelernt haben, ja. kennengelernt haben, genau. Ja, und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das war mal was anderes als Ringen, weil Ringen habe ich mal seit meinem 6. Lebensjahr gemacht und klar ist das meine Leidenschaft, aber irgendwann mal willst du auch mal was anderes. Und ich meine, Ringen ist ja schon sehr intensiv und sehr komplex, aber MMA ist noch meine andere Hausnummer und das war für mich eine Herausforderung. Ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte auch mal was anderes sehen außer Ring, mich in anderen Disziplinen messen. Ja, und so kam es halt dazu. Also zu meinem, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe beim Training, so, du hast ja damals so Ringen für MMA gemacht und ich hatte so sofort so einen Effekt von dir, so boah, wenn er was zeigt, ich will das gelernt haben, ich will nicht, dass er denkt, ich habe es nicht verstanden. Also so freundlich und so, so innerlich hast du das Warum denn? erklärt. So. Warum denn? Du hast das irgendwie so voll so auf Ebene so erklärt, so von wegen, ey, guck mal, das und so, dann so, wenn da machst du das, das ist so detailliert und so schön erklärt alles. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht verstehe, was er gezeigt hat und das nicht umsetzen kann, dann denkt er, ich bin irgendwie so hintergeblieben. So. Ich will das verstanden haben. Dann hat man irgendwie so mehr sich da reingesteigert. Und diesen Effekt haben wir dann auch später anderen geschildert. Du bist übrigens dran. Ach, Die cool. haben gesagt, boah, also der macht das irgendwie so schön, so freundlich, so dass man irgendwie immer wieder mit ihm trainieren will. So. Das ist auch nicht nur so meine Worte, also die anderen sehen das auch so. Deswegen werden wir diese Folge hier mit Trainer sein Vater betiteln. Ja, Trainer sein Vater, alles Max klar. Schwind, Trainer sein Vater, wenn du hast jetzt beim Combat Club angefangen, jetzt seid ihr aber in NFT-Gym Genau. und du hast wirklich so eine eigene MMA-Klasse und du hast schon Kämpfer, die du schon selbst sozusagen erzogen hast, die schon unter Mehr oder quasi, weniger. ja, sagen wir, du bist so ein Anfänger, so eine eigene Klasse zu haben, eigene Schüler zu haben, die halt unter dir das meiste gelernt haben, die halt mit dir als Haupttrainer so auftreten und kämpfen gehen und diesen Gym, NFT-Gym vertreten. Wenn jemand zu dir kommt, so neu, frisch, siehst du ihm von Anfang an schon an, dass aus ihm was Gutes wird oder wie ist das? Braucht das mehr Zeit? Sehr oft, also du siehst das wirklich sehr oft, ob jemand dieses Kämpferische hat oder Am nicht, Anfang schon. da siehst du schon am Anfang, das siehst du auch schon bei der ersten Einheit, ob jemand bereit ist, halt wirklich an seine Grenzen zu gehen und darüber hinaus, weil wir reden ja jetzt wirklich nicht über Ballsportarten, sondern es ist eine Kampfsport und das ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Kampfsportart, wo du wirklich viel aushalten musst, wo du viel Disziplin brauchst, wo du viel Ausdauer brauchst. Und ich meine Ausdauer jetzt nicht im körperlichen Sinne, also nicht im physischen Sinne, sondern konkret auch halt, du musst auch mental stark sein. Doch, das siehst du schon. Das siehst du schon und spätestens nach der ersten Einheit weißt du, mit wem du es zu tun hast. Okay. Und du hast ja eigene Kinder. Ich weiß, dass du zwei Söhne hast. Genau. Trainieren die auch mit? Willst du aus denen auch so weitermachen oder ist das so eher so denen überlassen? Also für mich ist es nicht so wichtig, ob die jetzt Kämpfer werden oder ob die gleichen Ziele verfolgen, wie ich das damals gemacht habe. Für mich ist es wichtig, dass die Sport treiben, in erster Linie. Und für mich ist es auch wichtig, dass die sich selber verteidigen können. Also der Kleine, der Timur, der ist 7, der spielt Fußball, leidenschaftlich, macht ihm auch mega viel Spaß, hat auch eine Zeit lang gerungen, hat auch an einem Turnier teilgenommen. Auch mega talentiert, was Kampfsport angeht, aber es liegt ihm halt nicht. Der möchte nicht. Der spielt Fußball, macht er auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Macht ihm auch riesen Spaß. Deswegen soll er Fußball spielen. Also der soll das machen, was ihm gefällt, was er möchte. Der Nikita, der ist 11, der ist wirklich voll im Kampfsportfieber. Also der guckt sich die Kämpfer an, vom Lomali, vom Kerim, alles Mögliche, guckt sich an. Das sind so wirklich auch seine Vorbilder. Die hat er auch hautnah dabei. Der sieht die ja beim Training, der kann die dann beobachten. Der ist voll drin. Der möchte unbedingt wirklich MMA kämpfen. Der möchte in die UFC. Der möchte
alle Titel absahen, die es nur gibt auf der ganzen Welt. Anfangs hatte ich, soll ich das jetzt richtig sagen, nicht wirklich ein Problem damit, aber du machst dir trotzdem, wie gesagt, als Vater machst du dir ja Gedanken. Das ist ja nicht gerade Ringen, das ist MMA-Sport, was eventuell jetzt noch nicht so angesehen wird oder auch nicht so bezahlt wird, dass du sagst, okay, das Risiko gehe ich ein, das Ganze zu machen. Aber mittlerweile, also du zeigst es mir auch bei jedem Training, dass er es unbedingt möchte, der gibt Gas, der hat da wirklich Spaß dran. Gut, wenn er es möchte, werde ich ihn so gut es geht unterstützen. Also wenn er mit, du bist dran übrigens. Wenn er, du verfolgst hier wirklich eine aggressive Spielstrategie, ne? Ich will aber gewinnen. Ich habe übrigens heute Geburtstag und das musst du wissen, wenn du... Wirklich jetzt? Ja, das musst du wissen, wenn ich heute... Das Gute zu ich kann heute nicht verlieren, ja. Also auch jetzt, wenn du gewinnen kannst. Willst du jetzt ein Geburtstagsgeschenk von mir haben? Das ist ein psychologischer Druck, so, den ich gerade ausübe. Ich dachte, du willst jetzt... Ich habe keinen Geburtstag. Bock mehr auf das Gespräch. Oder ich, es kann ja sein, dass das mein letzter Geburtstag ist. Du willst unbedingt, dass ich singe oder keine Ahnung. Singe, Kommentar. Ich will auf jeden Fall, dass du Druck bekommst. Ja. Also ich merke schon, meine Hände zittern. Ich bin eigentlich im Kampf war ich nie aufgeregt, aber das ist jetzt eine andere Hausnummer. Das ist wirklich, genau das ist es ja. Ich verliere ja auch nicht gerne. Ne? Ich bin jetzt kein schlechter Verlierer, aber ich hasse es zu verlieren, deswegen... Wenn du aus deiner Komfortzone herausgehen musst und halt und wie lohnt dann später auf einmal irgendwie so... singen muss oder, keine Ahnung, etwas machen muss, was du nicht gewöhnt bist, dann hast du wirklich Schiss davor. Das ist ja nicht so eine Angst, irgendwie geschlagen zu werden, es ist eine andere Angst. Wobei ich nicht weiß, warum der Lob sich so solche Sorgen gemacht hat. Ja, der Lob also, hat der hat alle überrascht mit seinem Gesang. Also ich fand's super, ganz ehrlich. Wenn ich so singen und spielen könnte, würde ich die ganze Instagram damit rein extra verlieren. extra verlieren. Ich würde mit meinen eigenen Songs das Instagram reinpumpen. Ja. Aber zu dir. Willst du singen oder Kommentar schreiben später? Ja, das werden wir dann sehen. Guck mal. Okay, du das ist hast. Ziemlich sicher, wenn, ne? Wenn dein Sohn also mit 18 zu dir kommt und sagt, Papa, ich habe entschieden, ich will professioneller Kampfsportler werden, MMA-Kämpfer werden, willst du nicht versuchen, ihn davon abzureden? Auf gar keinen Fall. Nee. Also ich werde ihn schon versuchen, darin zu unterstützen. Und ich meine, 18 ist ja, wäre schon eine gute Zahl, ne? Ein gutes Alter, aber der kommt ja jetzt schon, der will ja jetzt schon, der will jetzt schon bei GMC Olympics kämpfen. Der sagt, hey, komm. Entweder hast du keine Lust auf das Gespräch gerade oder du willst mich echt singen. Nee, ich meine, wir können... Guck mal, der wackelt jetzt schon. Echt, ja. Wir können ja weiterreden, auch wenn dir gefallen ist. Ja, ich ziehe dann eine halbe Stunde. Der wackelt wirklich. Mhm. Ja. Nee, du bist dran. Du stellst die Frage. Die so schnell beenden hier. Bist du religiös? Ich habe da meine eigenen Ansichten. Also, meine Eltern sind christlich, evangelisch. Mhm. Ich bin selber nie getauft worden. Mhm. Also, wenn du so willst, habe ich keine Religion. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe da meine eigenen Ansichten, was Religion angeht. Ich habe mich da auch nicht wirklich irgendwie dazu entschieden, irgendeine Religion für mich anzunehmen. Versuch einfach ein guter Mensch zu sein. Mhm. Glaubst du, das ist, dass du nicht getauft wurdest und heißt das direkt, dass du keine Religion hast? Im christlichen Sinne ist das so, ja. Ah ja? Ja. Okay, wusste ich auch nicht. Ich hatte zwar Religionsunterricht in der Schule, aber wusste ich nicht, dass man, wenn man nicht getauft ist, kein Christ ist. Leo, bist du getauft? Mhm. Aha, okay. Ich meine, du musst dich ja irgendwie bekennen. Ich weiß nicht, Islam ist es ja so, du musst dich bekennen. Den Christen ist es wahrscheinlich die Taufe. Also, ja. Wie gesagt, ich bin da nicht sehr religiös, ich kann dir da nicht viel zu sagen. Aha. Aber an Gott glaubst du? An Gott glaube ich. Ja, ich sehe, bei mir wackeln die Augen, das ist normal. Okay, dann drei Eigenschaften an einem Mensch, die du nicht magst. Die du so gar nicht verdauen kannst. Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit. Du hast Zeit, überlegen. Wenn jemand nicht ehrlich ist. Unehrlichkeit, ja. Darf man zwei? Ja. Wenn du einen anfasst dabei, dann darfst du. Stell die nächste Frage.
Ich will, dass du den erstmal rausziehst. Das sieht echt sehr schön aus. Ich sag ja, du verfolgst echt deine aggressive Spielstrategie hier im Moment. Das ist halt. Ich gebe dir zu, mein Ziel ist es, dass du verlierst. Ja, das war mir schon klar, dass du nicht verlieren möchtest. Es geht mir nicht darum, dass Turm hoch wird, sondern am Ende will ich, dass du verlierst und nicht ich. Aber dazu später. Dazu später mehr. Drei Eigenschaften, die du an einem Menschen magst. Ja, eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Wenn jemand Hilfsbereitschaft, wenn jemand hilfsbereit ist, wenn jemand zuverlässig ist, wenn jemand loyal ist. Gut, werden wir alles dann herausheben. Liest du Bücher? Ich muss das ehrlich zugeben, in den letzten Jahren immer weniger, weil ich eigentlich sehr wenig Zeit dazu hatte aufgrund von dieser Tätigkeit als Head Coach jetzt bei NFT. Das ist ja nicht mein Hauptjob, sage ich mal so. Ich bin Sozialversicherungsfachangestellter bei einer Krankenkasse, bei der OK Rheinland Hamburg. Das heißt, ich habe zwei Jobs gehabt und ich meine, du weißt ja selber, wie aufwendig es ist, das mit Sportlern zu arbeiten. Ja, klar. Die brauchen Rundumbetreuung. Du hast ständig irgendwelche Nachrichten hier, ich bin krank, ich bin verletzt. Wie soll ich trainieren? Darf ich trainieren? Was soll ich machen? Was kann ich essen? Dann hast du noch bei so vielen Kämpfern, musst halt Kämpfe analysieren. Und da hast du echt wenig Zeit dazu. Aber ja, ich lese oder ich habe früher viel gelesen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ja, nehme ich schon mein Buch in die Hand. Ich habe auch gerade gezogen, oder? Ja, nein. Ja, hast du. Doch, doch. Ja, du bist dran. Okay. Wie viele Kämpfer habt ihr denn aktuell, die kämpfen so aktiv? Lass mich nicht lügen, aber bestimmt zwischen 30 und 40, weil wir haben wirklich, also das Konzept, was Lukas, Florian Band und Rainer Holtmann auf die Beine gestellt haben, ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben viele, viele, viele gute Kämpfer und vor allem viele gute Nachwuchstalente. Und dementsprechend ist es halt, wie gesagt, zeitaufwendig. Ne? Du musst dich um jeden kümmern, du kriegst jeden Tag Nachrichten, jeder möchte irgendwas wissen, irgendwelche Trainingspläne bekommen. Also so gesehen machst du das nebenbei eigentlich, ja? Und eigentlich, ja, mehr oder weniger ist das so Teilzeit nebenbei, wenn du so willst. Aber dein Herz liegt bestimmt da, ne? Bitte? Dein Herz liegt da. Auf jeden Fall. Also am liebsten würde ich nichts anderes machen. Aber ich glaube, jeder Sportler, ich meine, ich habe ja auch ein bisschen deine Folgen oder Interviews verfolgt, jeder hat ja irgendwann mal das Ziel, den Leuten, Kindern, was auch immer, das zurückzugeben, was er selber mal gelernt hat. Ja, man will halt ja, die Menschen daran teilhaben lassen. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne nur davon leben würdest, aber das ist leider so. Das sind nicht mal die Kämpfer können davon leben. Ja, ich meine, das Gleiche hast du ja mit den anderen Kämpfern schon besprochen. Das ist leider so. Also nicht mal die Kämpfer können sich das leisten, nur davon zu leben. Leider ist das so, dass das, was am meisten Spaß macht, irgendwie am wenigsten Geld bringt. Das ist ein Traum, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst oder deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst. Das ist natürlich traumhaft. Ah, da geht aber schwer raus. Das ist gut, das ist so gut. wenn dein Sohn jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, Papa, ich will, welches Buch würdest du mir raten zu lesen? Welches Buch wäre das? Ich weiß nicht. Also die Bücher, die ich gelesen habe, ist wahrscheinlich jetzt nichts, was die in diesem Alter lesen würden. Also 1984 von George Orwell hat mir ganz gut gefallen. Ja. Patrick Süskind, das Parfüm, hat mir ganz gut gefallen. Das war auch, glaube ich, so ziemlich das erste Buch, was ich überhaupt gelesen habe. Von Ken Follett gibt es einige Bücher, die mir ganz gut gefallen. Die Nadeln, die Säulen der Erde. Aber ich glaube nicht, dass es... ein Kind also lesen würde von 11 Jahren. Elf später nicht, aber irgendwann mal vielleicht kommt er mit 18 zu dir und sagt, Papa, was ist das? Ja, meistens Romane. So. Ich weiß nicht, ob das ist auch nicht jedermanns Sache. Deine mag mehr Krimi oder aber keine Ahnung, geschichtliche Sachen. Du machst das gut. Ja, klar. Ich habe dich mit Islam und Jibril gesehen und mit dem David, da wart ihr schon. Ja, das David, war schon David hochprofessionell, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, wir müssen bei dir Doping-Tests machen. Das geht so nicht. Warte, vielleicht verliere ich ja, vielleicht. Obwohl ich Geburtstag habe, muss ich verlieren. Lieblingsbücher hast du mir aufgezählt. Filme, wie ist das mit Freizeit? Guckst du viele Filme? Ich gucke viele Filme. Also, wenn ich Zeit habe. Ne? Filme, Lieblingsfilme.
Auch schwer zu sagen. Es gibt so viele. Ich mag eigentlich ganz gerne Filme mit mit einer Geschichte oder geschichtlichen Hintergrund. Die einen Sinn machen. Nee, die einen geschichtlichen Hintergrund haben, wie zum Beispiel Troja oder, Ah, keine Ahnung, okay. Gladiator. Ob da jetzt das Ganze wahrheitsgemäß rübergebracht wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Okay. Ich mag ganz gerne Filme, die jetzt auf wahrer Begebenheit basieren. Komödien Biopics, natürlich auch. Nightlife fand ich ganz ja. Ja, lustig. komm, ist Ja, nett. das ist echt keine Werbung. Ich fand es echt Ja. cool. Vor allem, ich muss sagen, der Abus ist sehr talentiert. Ich glaube, der muss nach dem Kampfsport eine andere Ich bin die Linie ganze Zeit einschlagen. am Überreden, so mit diesen Kämpferei, bla bla, Was aufzuhören, ja, und dann Schauspielerei? Schauspielunterricht zu nehmen. Ja. Und wie weit bist du? Der ist schon nah dran, ich bin schon nah dran, ihn dazu zu überzeugen. Ja. Okay. Drei Lieblingskämpfer, MMA-Lieblingskämpfer jetzt, wenn du jetzt nicht. Jetzt, wie sagen, ich mache mal anders. Leute, die du selbst persönlich kennst, ausgeschlossen. Weil da kommen sie auf jeden Fall bei jedem Lom und Kerim, weil ihr seid ja gute Ja, aber guck Freunde. mal, bei Lon, Kerim und Abus ist das nicht, weil ich die persönlich kenne. Ja. Oder nicht nur deswegen, weil ich den Kampfstil von denen wirklich auch attraktiv und sehr interessant finde. Wenn ich jetzt außerhalb nehmen müsste, würde ich sagen Mamed Khalidov. Mit Khalidov, okay. Vom John Jones vom Kampfstil, weil er sehr unorthodox. Diese Liste kann nie John Jones ausschließen. Also meine Meinung, wenn Ja, jemand drei aufzählt, dann muss John Jones drin der sein. ist da auf jeden Fall mit dabei. Ja. Weil, zumindest die letzten Kämpfe fand ich persönlich jetzt nicht so interessant, weil er ist nicht mehr dieser Ehrgeiz dahinter. Ich weiß nicht, ob der jetzt, weil er schon so lange Champion ist oder weil Kann er ich mir schon zu viele vorstellen, Kämpfe absolut. gewonnen hat. Kann sein, Ja. dass er nicht mehr so hungrig ist. Der ist Millionär. Aber vom Stil her ist er auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen. Und Petr Yan gefällt mir ganz Peter, gut. ja, das ist gut. Also es gibt schon sehr viele Kämpfe. Jetzt nur drei zu nennen, ist halt schon sehr schwer, aber das sind die mir so vom Stil her schon sehr, sehr gut gefallen. Peter Jan ist aktuell in UFC und macht seinen Eventuell Weg wirklich so, legt seinen Weg. Titelanwärter. Ja. Ich glaube schon, der wird ihn holen. Also meine Einschätzung, ich verstehe, also Peter Jan ist schon sehr Ja, stark. ich kenne ihn jetzt nicht nur von UFC, sondern von ACD damals, danach ACA. Und hat auch das Glück, den ein paar Mal live zu sehen. Das ist schon, Granat, das ist schon ein sehr hohes Level, was er damit sich bringt. ja. Naja, das Boxen von ihm ist wirklich krass. Ja. Der kommt ja aus Amateurboxen Der kommt und aus dem Boxen, aber dafür, dass er aus dem Boxen kommt, ringt er auch gut. ringt er richtig gut, weil erfahrungsgemäß, und das ist jetzt nicht, weil ich selber aus dem Ring komme, erfahrungsgemäß ist es so, dass die Ringer schneller das Boxen erlernen als umgekehrt. Ja. Du bist dran. Ja. Drei Lieblingskämpfe, die du jetzt, wenn du jetzt denkst daran, stell dir vor, jemand hat gar keine Ahnung von MMA und du musst ihm halt drei Kämpfe zeigen, wo der auf einmal auch Fan werden soll, oder keine Ahnung, wo der überzeugt werden soll, dass das irgendwie so. Also international Michael Chandler gegen bei Bellator haben die gegeneinander Pitbull? gekämpft. Ja, wie heißt er? Mir fällt der Name jetzt auf Anhieb. Patrice Freire, Nee, nee, Pitbull. nee, 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 nicht gegen ihn. Chandler Der gegen dann auch zu UFC gewechselt hat, der auch Titel hat oder um Titel gekämpft hat. Alvarez. Alvarez. Ja, Megakampf, der erste Kampf von ja. Ja, denen ging wo hoch der und fällt runter. und wo, War ja. richtig gut. Hier in Deutschland, ja, Lom Sabah brauche ich gar nicht zu nennen, sowieso klar. Lom Ja, genau. Anatoly Bahl gegen Alexander Werdo. Werdo Ja, wurde ja. jetzt auch zum besten Kampf gewertet Ja. für die letzten 10 Jahre Habt ihr von gewonnen Round schon? Fighting. Ich meine schon. Ja? Ja, die haben Wow. gewonnen. Ich war nicht live dabei, ich habe Ja. Video gesehen. Wow, Das war war schon krass, auf ja. jeden Fall sehr, sehr spektakulär, was die da abgeliefert haben. Aus Pride-Zeiten, denke ich, das? Krokop gegen Förder war auch ein Das war auch sehr starker Kampf, hohes ja. Niveau, war auch richtig, richtig starker Kampf gewesen. Weißt du, an welchen ich da denke? Immer an Nogueira gegen Förder. Ja. Weil der Nogueira ist also, der
der Top-Athlet, so der Jiu-Jitsu-Vorzeige-Athlet war bei Pride und alle warteten darauf, dass er Förder irgendwie so runterholt am Boden, irgendwie submitted und so weiter. Mhm. Und hat einfach irgendwie so über zwei Runden lang diese Ground and Pound gezeigt, wo alle dachten, ach, sowas geht auch, oder was? Ja, sowas geht auch. Ja, das ist ja das Interessante, wenn du einen Kampf siehst, wo es auf allen Ebenen eine Schlacht gibt, also ja, sowohl im Stand als auch am Boden, Ring, Cage, meine Cage ist sowieso eine Disziplin für sich, dann wird der Kampf erst richtig interessant. Ich meine, wenn du ein Fachmann bist, dann könnten auch andere Kämpfe für dich interessant sein, wenn die wirklich auf einem hohen Level kämpfen und sich auf hohem Level neutralisieren. Aber für einen Zuschauer, der jetzt nicht viel damit zu tun hat, für ihn ist es langweilig. Mhm. Ja, der will ja wirklich Action sehen. Aber wenn man versteht, dass das jetzt nicht einfach so hin und her Fäuste schmeißen und einen Angreifer auf den Boden bringen ist, wenn man wirklich so diese ganze Schritte, diese in zwei, drei Schritte vorausgedachte Moves versteht, dann versteht man das, den Sport zu schätzen und zu realisieren, was das eigentlich alles ist. Und ja, das meinte ich damit, wenn du jetzt Leute von null aus überzeugen solltest und den Film, die Fights zeigen und dann auseinandernehmen, vor denen müsstest, welche Filme zeigst du, Fights du das wären, zeigen. Das wären die Fights, die ich hier genannt habe. Weil du siehst da wirklich auf allen Ebenen eine Schlacht, sowohl im Stand als auch im Cage, im Ring, am Boden. So, es gibt ja diesen Vorurteil von wegen, ja, wenn jemand am Boden liegt, den zu schlagen. Ja. Ich musste ehrlich gesagt diese Erfahrung selber machen. Als ich bei Combat Club angefangen habe, du hast es ja mitbekommen, ich habe sehr viele Sparringskämpfe mit denen gemacht während der Vorbereitung. Und es ist für einen Ringer ist es ja nicht schwer, jemanden runterzunehmen. Ja, ja, weil wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast als zu ringen, ist es nicht wirklich schwer. Klar ist das anders bei MMA, weil du musst anders die Distanz überbrücken, du hast ein anderes Timing, aber wenn du einmal drin bist, kriegst du den Gegner zu 99% runter. Mhm. Anders wird es, wenn du auf einmal unten landest. Und die Situation hatte ich mit Jonas Bildstein. Wir haben irgendwie, der war in der Vorbereitung, wir haben miteinander trainiert und so. Ich habe ihn durch das Ringen so ein bisschen dominiert, konnte ihn am Cage pinnen, da festhalten, ein bisschen binden, konnte meine Takedowns machen, obwohl er am Boden sehr, sehr stark ist und sich sehr, sehr gut bewegt. Und dann kam irgendwo eine Situation, wo der mich gekontert hat und ich bin dann auf einmal unten gelandet. Und jeder, der mit dem Jonas schon mal Sparring gemacht hat, weiß, was er für ein hartes Ground and Pound hat. So, und dann kam die Panik, wie komme ich hier wieder raus? Und das war so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte beim Sparring eigentlich gar nicht mehr so durch das Ring dominieren. Ich will einfach jede Situation mal ausprobieren und mich in jeder Situation wohlzufühlen. Und das sollten sich einige einfach so ein bisschen klar werden, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden am Boden zu schlagen, der trainiert ist, weil diese Situationen werden tausendmal im Training wiederholt. Wir gehen ja alle Positionen durch. Das sind ja zwei Profis, immer. Ja, genau. Dass auch derjenige, der unten liegt, sich eigentlich ganz wohl fühlen kann und von da aus selber angreifen kann. Eigentlich habe ich ja auch gedacht, dass wenn du früher, ja, bevor ich mich so um professionellen Sport ein bisschen interessiert habe und so weiter, dachte ich, okay, sobald du unterlandest, im Straßenkampf war das auch immer so, als Kind so war das immer so, wenn du unterlandest, hast du wahrscheinlich 99% schon verloren. Das ist schon ein Problem. Man schlägt auf dich drauf und du kannst nicht, bin ich dran eigentlich? Oder? Ja, du bist dran. Ich bin dran, okay. Und dieses MMA, dieses professionelle Sport haben gezeigt eigentlich, dass es, wenn du auf dem Rücken landest, für viele ist es sogar die bessere Position, weil sie von da sehr vieles machen können, wo die dich wirklich ausschalten. Ja. Nicht einfach sich verteidigen auf dem Rücken liegen, sondern dich ausschalten können von Rücken aus. Daher nichts da mit diesen einen die sogar diese Strategie verfolgen, auf dem Rücken zu liegen, von dort aus mit Submission zu arbeiten, also mit diesen Aufgaben. Ja, und deswegen mal nichts da mit diesen auf dem Boden liegenden draufschlagen. Es ist ja zwei professionelle Sportler, die... Ja, wie gesagt, diese Situation tausendmal vom, ja, ne, im Training üben, immer wieder durchgegangen sind. Ja, das war knapp. Bist du nervös? Bisschen. Okay, du hast Arbeit. Mhm. Du hast diesen... Trainerjob, der dir auch sehr viel Zeit braucht. In der Freizeit, was machst du? Wie verbringst du deine Freizeit? Ich investiere viel meiner Freizeit in meine Kinder, also mit denen was unternehmen. Mhm. Gehen raus, spielen ein bisschen draußen, Fußball, Kino, Schwimmbad, diese Trampolinhallen, die es so gibt. Mhm.
macht uns auch mega Spaß. Also ich versuche wirklich viel, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, weil ich außerhalb wirklich wenig Zeit für die habe. Unter der Woche bin ich ja viel unterwegs, bin erstmal, mache meinen Hauptjob bei der OK, dann bei NFT die Leute trainieren und ich habe sozusagen meistens nur am Wochenende Zeit und auch nur dann, wenn keine Wettkämpfe stattfinden. Und deswegen versuche ich meine Freizeit sehr viel mit Kindern zu verbringen. Okay, also, wer ist das? Du bist dran. Gegen diese Freizeit mit Kindern zu verbringen, da kann man nicht entgegenwenden. Da kann man nicht mehr Spaß draus machen. Was wolltest du hören? Ja, also gut. Ich meine so. Shisha-Bar wird es nicht werden. Sowas hast du nicht, ne? Okay. Hast du einen Traum? Etwas, was du gerne im Leben erreichen würdest? Habe ich tatsächlich. Also ich Traum, nenn es Traum, Ziele. Ich hatte ja wirklich ein Ziel, irgendwie bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Das ist mir als Sportler verwehrt geblieben. Aber ich würde schon sehr, sehr gerne jemanden von meinen Sportlern so hochbekommen. Also halt UFC-Champion, was auch immer, Bellator-Champion. Mhm. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es mein Sohn wäre. Aber das ist so das Ziel, was ich habe. Das wäre so wie bei Abdul Manat. Ja, ich meine, du als Trainer investierst du ja auch viel in die Jungs, weißt du, was ich meine? Also als Sportler investierst du halt in deine Karriere, dann bist du halt nur damit beschäftigt. Als Trainer investierst du in deine Jungs und du möchtest ja für die Arbeit irgendwie entlohnt werden. Und das ist halt in dem Sport, wie gesagt, finanziell ist es nicht möglich. Anerkennung bekommst du nur in Maßen. Für mich ist es halt Anerkennung oder für mich ist das genug, wenn du so möchtest. Wenn ich halt im Kampf sehe, dass das, was ich vorher vermittelt habe im Training oder gezeigt habe, die Sportler das umsetzen, dann bin ich glücklich. Also das wäre dein, du würdest sagen, in dem Moment, wo einer einen UFC-Gürtel holt, würdest du sagen, boah, ich habe jetzt wirklich meinen Traum erfüllt. Ich bin nicht gierig, wenn es mehr werden, dann ist es schön, aber ja, muss nicht UFC sein, wie gesagt. Also ich sag mal als Beispiel, wenn Lomali jetzt bei ACA seinen Gürtel holt, dann wäre ich auch mehr als glücklich. Ja. Sollen wir einfach weiter zuschauen, wie du. Also der geht schon leicht raus, aber kriminell ist es trotzdem gerade. Der geht so leicht raus. Was würdest du an dir ändern? Womit bist du unzufrieden? Oder bist du perfekt? Nee, perfekt ist niemand. Ist eine gute Frage. Da würden dir einige widersprechen. Nee, das glaube ich nicht. Also perfekt ist ja wirklich immer. Manchmal einfach perfekt. Vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Gelassenheit, weil ich bin, in manchen Sachen bin ich zu akribisch. Also wenn es mal nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann werde ich unruhig wie gerade. Gut erkannt. Guck mal, wie meine Hände zittern. Ja. Da vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit wäre schon. Gut, obwohl vielleicht manche sagen würden, ich bin sehr gelassen, aber innerlich sieht es manchmal anders aus, auch wenn ich das nach außen nicht wiedergebe. Also im Inneren brennst du gerade. gerade sowieso, schon die ganze Zeit. Darf ich aufstehen? Ja, klar. Ich glaube, bei Dulato Brüder waren das 33 Reihen. Krass. Bei David war auch nicht schlecht, ne? David war auch nah dran, 30 oder 31 oder so. Zählt er die vorher oder was? Oder zählt ihr, wenn ihr die? Nee, ich habe später auf dem Video einfach gezählt am Ende, bevor es ging. Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Ja, geht, ja, ziemlich. Ja, aber wenn du das Ding umkippst, dann bin ich auch nicht traurig. Ja. Das ist kein Problem. Da müssen wir ich finde, du hast Geburtstag, alles gut. Voll. Stell dir vor, du müsstest in eine Reise gehen mit dem Rucksack und du müsstest jedes Land bereisen, zu Fuß, also mit Fahrrad, so eine lange Reise. Zwei Personen, die du mitnehmen würdest, es können Celebrities sein, die du jetzt persönlich nicht kennst, es können deine Freunde sein, whatever. Definitiv meine beiden Söhne. Ja? Ja, auf jeden Fall, weil die Reisen, ich reise sehr, sehr gerne, die zwei auch und ich glaube, das wäre sehr lustig, weil der Kleine ist so aktiv, der
sorgt für Unterhaltung, der ist sehr lustig. Mit dem hast du halt auch keine Langeweile, ne? Der ist immer am Singen, am Tanzen oder irgendwas am Erzählen. Würde schon, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Guck mal, ich als Vater, also mir kommt dieser Gedanke sofort, wenn du das sagst, ich würde meine zwei Söhne mitnehmen, mir kommt der Gedanke gefährlich vor. Du hättest ja gar keine Ruhe eigentlich in dieser Reise. Du fährst ja nicht nur durch Europa und Länder, die. Ja, mag sein, aber ich würde gerne diese Erfahrung mit denen teilen, bevor ich irgendeinen Celebrity mitnehme. Also ich würde. Ja, okay. Argument? Bist du jetzt ehrlich? Argument? Nein, wirklich jetzt. Nee, doch, das, ich würde meinen Sohn sagen, hey, yo, du bleibst hier, Monica Bellucci kommt mit. Das würde ich eiskalt sagen, auf jeden Fall. Und die Monika Bellucci kannst du dich auch später kümmern, mach die Reise mit deinen Kindern. Ich glaube, mein Sohn würde mich verstehen. Glaubst du? Ich glaube jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Später würde er sagen, okay, Papa, war schon fair. Alles gut, Papa. Ja, aber ich würde halt Leute mitnehmen, mit denen ich so länger so irgendwie. Wahrscheinlich jemanden aus dem Freundeskreis? Oder würdest du vielleicht auch irgendjemanden aus dem. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde Leute aus meinem Freundeskreis mitnehmen, dann hätten wir halt wirklich mehr Spaß und. Die Reise wäre irgendwie wertvoller, glaube ich. Wir würden uns auch besser kennenlernen. Ja, kann sein, das ist so eine Ansichtssache. Aber ich meine, Leute aus dem Freundeskreis, ja, ich meine, deine Kinder siehst du auch immer. Aber Leute aus dem Freundeskreis siehst du ja wirklich sehr oft. Und so eine Erfahrung zu teilen, so eine Weltreise mit den Kindern zu machen, das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, ich kann, ich kann beide Ansichten verstehen. Ich kann weißt, ja was warten, ich bis die älter werden und dann nochmal reden. Na, aber ja, ich hab deine Antwort verstanden, die ist auch schön. Und, aber nee. Monika will das. Kann nichts stoppen, ne? Ja, wer wäre denn die zweite Person? Nach Monika. Ich glaube, da wäre mir auch gar nicht so. Nicht mehr so wichtig. könnten wir dabei belassen, ne? Ja. Monika reicht. Ich würde mich da sicherer fühlen einfach. Also in ich will gar nicht fragen, warum. Alles klar. Nehmen wir an, du könntest in der Zeit reisen. Mhm. Wohin würdest du reisen? Ein Punkt, du kannst einen Zeitsprung machen, entweder in Zukunft, in einer Zeit oder in der Vergangenheit, aber du bleibst dort. Für immer. Für immer, ja. Ewig. Immer wieder. Unendlichkeit. Auf jeden Fall einmal nur hin. Wohin würdest du springen? Das ist schon schwer. Wahrscheinlich eher in die Vergangenheit. Ich möchte gar nicht so sehr wissen, was in Zukunft passiert. Vergangenheit. Okay, wenn du jetzt. Ich hab da was, okay. Du hast was? Sag deine Meinung, ja. Hast du schon gezogen, Stein? Ja, ich habe den noch nicht gelegt. Ich ziehe ihn aus der Tasche. Wie David, ne? Wohin ist auch eine gute Frage. Du meinst jetzt wahrscheinlich, welches Zeitalter, ne? Was wäre so, keine Ahnung, was wäre so interessant? So wie die Menschen früher mal gelebt haben. Zeiten von Gladiatoren wäre wahrscheinlich zu gefährlich. Nein, aber das, so diese Epoche würde mich da schon interessieren, so wie die Leute damals gelebt haben, welche Ansichten. Aber du bleibst dort, das weißt du. Ja, ich weiß. Ich meine, da in diesen Umständen zu leben, war gar nicht so leicht. War gar nicht so einfach, genau. Ich glaube, das ist. Das ist ja das Interessante. Aber die Leute haben das irgendwie überlebt, weißt du, was ich meine? Guck mal, heutzutage hast du alles und weißt es nicht zu schätzen. Also ich finde. Hey, was ist los mit dir? Ich finde, die Zeit wäre schon. Also interessant, sagst du vielleicht erste zwei Tage, wo du ankommst und dann irgendwie mit deinem Wissen alle begeisterst und so sagst du, guck mal, ich zeig dir, wie man das hier, vorher hatten die schon locker drauf, aber so andere Sachen, keine Ahnung. Vielleicht würdest du so für Magie würdest du verbrannt werden. Ja, aber wenn du so willst, sicher bist du ja nirgendwo, auch in der Zukunft nicht, man weiß ja nicht. Aber stell dir vor, so 20 Jahre zurück.
dann weißt du, welche Mannschaft was gewonnen hat, so wie bei das wäre wiederum Rücke, langweilig, Rücke oder? In der Zukunft. Ich weiß nicht, ob das so langweilig wäre, ich weiß nicht. Monika wäre auch 20 Jahre jünger. Musst du dir überlegen. Also das, da kommen schon so einige Sachen, wieso man das machen könnte. Aber nur halt, ich, mir ist spontan eingefallen. Also ich glaube, ich würde so um 20 Jahre zurückgehen. 20 Jahre? Ja, dann würde ich irgendwie so richtige Tipps abgeben, so welche Mannschaft wo was gewinnt. Welcher Kämpfer zum Beispiel, in welcher Runde, wenn K.O. schlägt. Weil das weiß ich so fast glaube ich, auswendige Sachen. Und dann, yo, Weltreise. Mit besten Freunden. Fuck. Hört man das an? Drauflegen kann ich egal wohin, ne? Kann ich auch in die Mitte legen, richtig? Oben, ja, kannst du. Steht noch. Okay. Du würdest in die Römerzeit, altes Rom, in die Antike würdest du gehen. Uh-huh. Okay. Deine Entscheidung. nenne mir, also überleg gut, nenne mir drei Personen, die deiner Meinung nach für Menschen unabdingbar waren, für die so viel an die Menschheit gebracht haben, wo, falls sie nicht gegeben hätte, würde die Menschheit so einiges verlieren. Das ist schwierig, ja. Da ist er. Du hast die Frage vergessen, ne? Nee, ich habe die Frage noch. Ist gerade so spannend. Warum hast du so ruhige Hände? Ich sage, wir machen gleich auf jeden Fall einen Dopingtest. Das geht so nicht. Irgendwas hast du genommen. Das ist auch wieder so eine. Das ist schon eine schwere Frage. Also es gibt ja viele, wahrscheinlich viele Menschen, die was dazu beigetragen haben. Ja, stimme ich dir zu. Würde mir jetzt auch, glaube ich, nicht so leicht fallen, aber. Irgendein Politiker, irgendein Wissenschaftler, Politiker. Politiker wahrscheinlich eher weniger. Mit Politik habe ich nicht wirklich irgendwas am Hut. Wissenschaftler schon eher Leute, die was Sinnvolles erfunden haben. Sei es irgendwelche Arzneimittel. Antibiotika zum Beispiel. Wer war das eigentlich? Ich kenne den Namen nicht. Ich glaube, da gibt es auch keinen einzigen Namen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir googeln. Ich glaube, Leo googelt gerade. Und, wer war's? Der hat aufgehört, als ich das gesagt habe. Komm, das war dein Moment, Leo. Das war dein Moment, reinzurufen. So. Der und der war das. Schmitschke, Schmitschke war das. Ne, das war, glaube ich, kein Unbekannter. Okay, einmal der. Was gab's denn noch so für sinnvolle Erfindungen? Elektrizität zum Beispiel. Elektrizität? Da weiß ich jetzt auch nicht, wer das Tesla, erfunden hat. Keine Ahnung. August Witt? Schriftsteller? Mhm. Welche Schriftsteller? Also ich finde zum Beispiel, also was mich sehr geprägt hat, boah, das ist der Moment, wo man so auf Klugscheiße tut, sowas. Das ist ja deine Frage. Ich nenne den lieber nicht. Das ist der, irgendeine dritte Person, wo du denkst, die hat. Das muss nicht unbedingt so. Es muss jetzt nicht weltweit bekannte Person sein. Das muss jemand, der halt deiner Meinung nach viel
Ich würde einen Sportler nehmen, ja, Mohammed Ali. Ja, zum Beispiel, der hat sehr viel für die Menschen getan. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal, dass der Sport für ihn so sehr im Vordergrund stand, als dass er durch seinen Bekanntheitsgrad diese Plattform nutzen wollte, um den Menschen was zu vermitteln oder was mitzuteilen. Sehr gerne, weil ich bin, merke ich mir. Also die Einsätze ja sind ziemlich groß. Deswegen muss man sehr aufpassen. Von wem beziehst du dein Wissen? Wenn du jetzt du Leute vorbereitest zum Kampf zum Beispiel, und du bist ja so oft für die Jungs, ich habe das ein bisschen mitgekriegt, du bist ja so fast wie ein Vater für so eine Person, die dem so im Leben sogar so Ratschläge gibt und erklärt, was wie besser wäre, welche Entscheidung, so. Bei wem unterschreiben, wem nicht, wie mit wem umgehen, welche Kritik und so weiter. Ist das jetzt ist das jetzt immer deine eigene Meinung? Ist das, oder beziehst du das Wissen irgendwo? Hast du einen, der dir die Ratschläge gibt? Oder liest du jemanden? Hörst du jemanden zu? Podcast? Keine Ahnung. Von wo beziehst du dein Wissen? Von allem ein bisschen. Also viel basiert auf eigener Erfahrung. Das, was ich selber halt früher als Leistungssportler gelernt habe. Was zum Beispiel so Trainingsmethoden angeht. Wie man einen Sportler richtig vorbereitet auf einen Wettkampf, wie man den einstellt. Viel von meinem Vater gelernt, weil, wie gesagt, er war Sportlehrer und Trainer. Mhm. Viel, wie gesagt, auch eigene Erfahrung durch Nationalmannschaft. Haben ja auch viele Länder bereist, viele Trainingsmethoden mitbekommen. Ja, und dann halt so die üblichen Quellen. Internet, Bücher. Noch alte Bücher von meinem Vater, was zum Beispiel Ring angeht. Da steht auch sehr viel über Trainingsmethodik drin, viele Techniken. Ja, und dadurch, wie gesagt, viel, also was MMA angeht, viel habe ich ja wirklich gelernt, indem ich halt mit wirklich sehr guten Sportlern trainiert habe und auch mit sehr vielen guten Sportlern halt selber Sparring gemacht habe. Ich glaube sogar, das meiste basiert auf eigener Erfahrung. Siehst du, ne? Aha. Ich bin beeindruckt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, noch nicht so viele. Und? 27. Ja, da geht noch was. Jetzt niemand hält an Kamera und zählt nach und sagt mir, du hast einen Fehler gemacht. Leo, zählt schnell nach. Ach was, eure Kommentare sind ja immer ganz positiv. Ja, darüber haben wir uns eben unterhalten mit Leo hier, von wegen Mitte, oben. Du, aha, ich höre. Wer ist der als nächster Kämpfer von deinen Kämpfern? Habt ihr auch wegen Corona Kämpfe abgesagt? Genau. Also es waren einige von den Kämpfern gerade in der Vorbereitung, als das Thema losging. Wir haben ja eigene Veranstaltung, Veranstaltungsreihe mit NFC, National Fighting Championship, angesetzt gehabt. Die musste leider abgesagt werden. Da waren, ich glaube, irgendwas zwischen 12 und 15 Kämpfern, die von uns starten sollten. Mhm. Lam Ali hätte kämpfen sollen. Der Kerim war in der Vorbereitung für die GMC, seine Titelverteidigung. Ist alles abgesagt. Ja, das sind, das, also wie gesagt, nur bei unserer Veranstaltungsreihe waren bestimmt 12 bis 15 Kämpfer an. Das wäre jetzt bitter angesetzt worden. Das ist schade, ja. Und abgesehen davon gab es noch weitere Veranstaltungen, wo von uns Leute hätten kämpfen müssen. Also ich hatte insgesamt 20, 23 Kämpfer gerade in der Vorbereitung, bevor es halt mit Corona losging.
Das gefällt okay, mir ich, jetzt. Das gefällt mir. Okay, andere Frage, die dich ablenken soll. Aha. Und ein bisschen einschläfern soll. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn dich deine Söhne das irgendwann mal fragen. Also die Antwort von David hat mir schon sehr gut gefallen. Mit glücklich sein. Bist eine Maschine. Ich will nicht mal in die Richtung atmen, weißt du, wenn das nicht. Ich, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, was Sinn meines Lebens ist, aber ich sehe das jetzt so, dass ich halt, mein Sinn besteht jetzt darin, meine Kinder großzuziehen und zwar zu guten Menschen zu machen, mein Wissen weiterzugeben, das, was halt ich oder wovon ich selber profitiert habe und lernen durfte. Was bringt es dir, dein Wissen weiterzugeben? Ja, gewisse menschliche Werte zu vermitteln. Wie Disziplin, wie Respekt. Also Sachen, solche Sachen, die ich als wertvoll schätze. Ja. Halt. Also diese positiven Dinge, worüber wir eben gesprochen haben. Was schätzt du halt an einem Menschen, welche Eigenschaften. Solche Dinge halt vermitteln, finde ich sehr wichtig. Das zu verbreiten. Das zu vermehren. Genau. Eine sehr passende Frage gerade. Aha. Gibt es eine Sache im Leben, die du sehr bereust? Das ist auch eine gute Frage. Ich würde das jetzt, oder ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass ich gewisse Sachen bereue, weil das hat mich dann im Endeffekt zu dem gemacht, was ich heute bin. Also gewisse Erfahrungen, gewisse Sachen oder Dinge, die ich mal gemacht habe, haben mich jetzt hier hingeführt. Es gibt bestimmt Sachen, auf die ich nicht oder nicht stolz oder weniger stolz bin, aber so in dem Sinne bereuen. Würde ich nicht sagen. Etwas, wo du denkst, das hätte ich lieber anders gemacht? Etwas, was ich vielleicht hätte sein lassen können. Also, wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gab so Phasen in meinem Leben, die jetzt nicht ganz so einfach waren, wo ich halt unter anderem auch dann zu Zigaretten gegriffen habe, geraucht habe, vielleicht das eine oder andere Glas Alkohol. Das sind halt Sachen, das sind jetzt keine weltbewegenden Sachen, aber das sind jetzt Sachen, die jetzt. Wenn das wirklich die einzigen Sachen sind, wenn es wirklich die einzigen Sachen sind, dann kommst du sehr gut rüber. Komm ich gut da weg muss ich davon, hier verlieren, ne? Eigentlich. Da muss ich auch Respekt vor. Nein, wie gesagt, so richtig bereuen, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt nochmal die Chance bekommen würde, alles neu zu durchleben, ich wüsste ganz ehrlich gesagt nicht, was ich verändern würde. Hast du noch Verwandte in Kasachstan? Weit entfernte Verwandte, ja. Mit denen aber kein Kontakt besteht. Also gar kein Kontakt. Also, ja. Hast du so abgeschnitten, warst du nie auch wieder da? Leider nicht. Ich würde sehr, sehr gerne. Ich würde tatsächlich gerne wieder mal nach Kasachstan reisen. Einfach Interesse halber, wie es ist oder wie es war, dort zu leben. Weil wir haben, also wie gesagt, mein Vater ist Sportlehrer, meine Mom war. Jetzt gehen wir auf Risiko, jetzt gehen wir auf Risiko, mein Freund. Ist noch nicht raus. Wir haben zu viert in einer 30 Quadratmeter Wohnung gelebt. Ich würde gerne die Sporthalle besuchen, wo ich angefangen habe. Ich würde gerne vielleicht nochmal die Schule besuchen. Auf die ich gegangen bin. Boah, das ist sehr viel Druck da drauf. Ich glaube, das lieber nicht rausholen. Ach komm, alles oder nichts. Eine Niederlage wird dir nicht schaden. Ich guck mal, und du machst mich glücklich damit. Ich guck mal, vielleicht. Also ich würde schon gerne nochmal nach Kasachstan, einfach nur mal zu gucken, wie es ist, weil du siehst das jetzt mit anderen Augen. Ich war 10, war noch ein Kind, um das jetzt nochmal anzuschauen. Dann ist es wahrscheinlich auch ein anderes Leben als damals. Das ist schon ein krasses Gefühl, weil ich habe das. Warst du noch mal in deiner Heimat? Ja, ich bin nach 12 Jahren oder 13 Jahren zum ersten Mal wieder hingefahren. Mhm.
Und ich hatte die ganze Zeit so hier. Kloß im Hals? Ja, so. War etwas Neues für mich. So. Ging gar nicht so, gar nicht weg. So. Die ganze Gegend, wo ich. Bei mir war auch so eine Sache, so riskante gab es nicht mehr. Hm. War alles wegbombardiert, auch wo ich gespielt habe, die Gegend, so die ganze, die, wo wir Fußball gespielt haben, alles, so, unser Haus, alles war weg. Und da waren neue Sachen aufgebaut worden. Oder Sachen standen kaputt auch, so 50-50. Und ich habe so kleine Sachen so entdeckt, wo ich von kleinem Kind an noch mich erinnerte, wie ich sogar Ameisen dort ausgerückt habe und solche Sachen. So, ja. Habe ich leider gemacht als Kind, als kleines Kind. Bitte, neu gezüchtet. Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja, neu gezüchtet und wieder gut gemacht. Ja. Auf jeden Fall so Kleinigkeiten, weißt du, das ist wirklich so ein krasses Gefühl gewesen und ich dachte... Ja, hat sich viel verändert? Weil, wie gesagt, ich glaube, komplett. So, man mit Kinderaugen siehst du das Ganze anders. Ich meine, dann, wenn ich jetzt erzähle, dass wir zu viert in einer 30 Quadratmeter Wohnung gelebt haben, so als Kind war es ja für mich normal, ich kannte ja nichts anderes. Und jetzt mal einfach nur reinzugehen, um zu gucken, wie es war, ist schon, ich glaube, schon sehr spannend. Also genau das, dass es sich so viel verändert hat, hat mir am meisten leid getan. Das ist nicht mehr das, das ist, was, so was man wiedergefunden hat, vor allem nach dem Krieg. Ja, ja, klar. Ich habe es nicht mehr so wiedergefunden und das hat mir am meisten weh getan. Kennst du dieses Lied Nostalgie? Mhm. Genau, das hat. Ja, das kannst du dann singen. Ja, das hat schreib das in die Kommentare. Das hat bei so, mir. Wenn ich so Nostalgie singen, zieh den unteren Stein, dann kannst du direkt damit anfangen. Brauchen wir gar nicht so. Der ist so gar nicht so verloren, dieser Stein eigentlich. Ich lasse den mal für nächstes Mal. Aber in meinem Kopf hat auf jeden Fall dieses Lied gesungen, ganz Zeit, dieses alte Lied Nostalgie. Ja, ja, ist alles gut, alles gut. Mach den. Also so nervös habe ich dich nur bei David gesehen. Das gefällt mir. Langsam Fragen aus. Aber was mir nicht gefällt, dass du dann trotzdem gewonnen hast. Ja, da war wirklich knapp bei David, muss ich sagen. Bei Dulatovs, da habe ich noch, jedes Mal, wo ich gezogen habe, habe ich gedacht, okay, da sind noch zwei Runden bis zu mir. Ich habe eine gute Chance. Weißt? Da kam es trotzdem immer wieder. Das war in den letzten drei Runden. Auch sehr spannend. Ja. Ja, das wäre auch komplett spannend, wenn der Jibreel nicht mit dem Fuß gegen den Tisch geknallt hätte. Nein, nee. Wenn der Jibreel abschließen würde, seine auf jeden Fall. Und wir das endlich posten. Jibreel, ein Mann, ein Wort. Jo, dein Trainer sagt das. Den habe ich ja auch gesehen, aber von meiner Seite zu ziehen, wäre halt nicht so. Es wird auch interessant hier, muss ich dir sagen. Ich bin eigentlich gar nicht so feinmotorisch. Ich dachte, das geht schneller. Ja, so langsam zittern deine Hände ja, auch. Ja, ja. Ich merke das auch. Ich fange so an, langsam aus der Nase zu atmen. So in die Richtung. Ah, solange es nicht aus anderen Körperregionen ist, ist alles gut. Warte mal, ey, das ist... Warum hast du den Stein eigentlich so liegen lassen? War das eine Vorlage für mich, damit der Turm umkippt? Das ist Taktik, Taktik, ne? Cool. Ja. Ist für dich eigentlich so eine Vorgabe, damit du drauf reinfällst? Und ich würde dir zu gerne ein Geburtstagsgeschenk machen, aber tut mir leid, ich verliere nicht so gerne. Noch steht der Turm. Vielleicht musst du Happy Birthday Lied für mich singen. Sehr gerne. Die Frage ist nur, ob du es hören möchtest. Ja, gerne. Ich höre gerne solche Lieder. Wenn du Gäste zu Besuch hast auf deiner Geburtstagsparty und unbedingt loswerden möchtest, dann kann ich dir das singen. Weißt du, ein Lied zu haben, wo ich sage, guck mal hier, wurde für mich gesungen, so nicht, gar nicht so schlecht. Soll ich denn jetzt? Komm jetzt. Komm Bruder, geh raus. Also wenn du den rausbekommst, Respekt. Okay, der Mann sagt das extra, damit ich das mache. Ja, natürlich. Aber der sieht gar nicht so instabil aus. Die Sache ist, ich spüre sehr viel Druck auf den, weil und wenn ich. Ja, ich sag ja, du hast schon Erfahrung. Wenn ich den jetzt gleich raussehe, kann sein, dass es wirklich pum, fällt und dass es nicht mehr aushält. Du.
Tada. Was machen wir? Nee. Leo, ich brauche deine Hilfe. Rechne schnell aus auf YouTube, auf Google, ob das. Lässt du den jetzt auch so stehen? Ja. Ich wollte dich irgendwas fragen, aber das ist so spannend. Hast du vergessen? Ja, das ist so spannend hier. Das ist ein postapokalyptisches Szenario. Ja? Du bist der einzige Mensch, der überlebt hat. Nehmen wir an, gibt es kein Wasser mehr. Oder die Menschen haben es irgendwann mal so mit Erderwärmung übertrieben. So, du bist der einzige Mensch. Und du weißt jetzt, falls jemand nach uns kommt, irgendeine Spezies, falls das jemand lesen wird, du willst eine Mitteilung hinterlassen. Was sollten die anders machen zwischeneinander? Also wie sollten sie sich zueinander anders benehmen, um unser Szenario nicht wiederholen? Ja, auch da war der David mir im Voraus hat auch eigentlich eine ganz gute Antwort gegeben im Einklang mit dem Naturleben. Aber ich würde jetzt einfach mal Weltfrieden nennen. Respekt, Toleranz, dieses menschliche Miteinander. Vertreibt euch. Genau. Vertreibt euch endlich, verdammt nochmal, was ist los mit euch? Ja. Aber das ist. Nein, gerade ist schon schwer, da muss ich sagen. Ich spüre überall, ist schon. Ich merke, du verlierst auch nicht gerne, ne? Ich habe wirklich gar kein Problem damit. Wenn ich verloren habe, habe ich verloren, Tag abgehackt. So, ja? Soll ich ein bisschen einen Schweiß von der Stirn tupfen? Nein, aber ich will das? Halt bis zum Ende versuchen, nicht zu verlieren. Aber wenn ich verloren habe, ich habe gar kein Problem damit zuzugeben, dass ich verloren habe. Was ich so gar nicht so leiden kann, weißt du, wenn jemand schlechter verliert. Ja. Und dann anfängt irgendwie so, oh, aber ich hatte so Zahnweh, mein Zahn hat weh getan, keine Ahnung, und mein Haargel war an dem Tag so irgendwie nicht so gut und bla bla bla, irgendwas. Also ich glaube, ich kenne keinen guten Verlierer. Also ich meine, ich kenne niemanden, der gerne verliert. Gerne verlieren? Aber man muss es halt akzeptieren. Man muss fairer Verlierer sein. Wenn man halt verloren hat, ist es so. Ich meine, dann darf man jetzt auch nicht immer die Schuld den anderen geben, sondern man muss die Schuld irgendwo bei sich suchen. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Deswegen sagen viele, dass du ein weiser Trainer bist. Und deswegen wollen viele, dass du jetzt ein verlierst, weil die mal eine andere Facette von mir sehen wollen. Genau, die wollen mal dich von anderer Seite sehen. Ich singe. Ich habe es dir schon mal gesagt. Ich singe, wenn du dann mein Background-Tänzer bist. Hast du das Ginka drauf? Ich glaube, ich bin der einzige Tschetschener, der keine Lisginka tanzen kann. Das sagt der Lom auch immer. Ja? Irgendwie habt ihr euch da abgesprochen. Dann seid ihr schon zu zweit? Dann sind wir zu zweit. Ja. Ich habe einmal so auf einer Hochzeit getanzt. Ich weiß nicht, von welcher Seite ich den nehme. Ein Verwandter von mir geheiratet. Ich habe da auf der Hochzeit getanzt und ich hoffe, diesen Video gibt es nie. Negibo wird auftauchen, dieses Video. Das war so peinlich. Ich erinnere mich daran und das ist mir schon peinlich. Aber ich muss sagen, wie viel haben wir hier? Schon gar nicht so schlecht. Eine ernsthafte Liga. So, ja. Eine Liga, wo ich sagen kann, okay, not bad. du kannst es nicht lassen. Ich will den unbedingt, nimm den, ich unterstreibe den gleich. Sind so wirklich so kleine. Ja. Für Monika. Jetzt will sie mit dir bestimmt eine Weltreise machen. Monika. So viel Gefühl, wie du gerade gezeigt hast. Wenn du uns zuschaust, Monika. Oh, aber da sind noch einige, die ich rausholen könnte. Du wirst mich jetzt damit nervös machen, ne? Nee, gar nicht so.
Aber das sind so Sachen, die du so schnell raushauen musst. Kannst du gleich, ja, weil das jetzt nicht gibt, kannst du es mir gleich zeigen, wie du es machen würdest. Mach keine Augen. Max, irgendwie ist das gar nicht mehr interessant so. Mir sind leider Fragen aufgegangen, deswegen. Hören wir jetzt auf. Beenden wir diese Folge. Wir einigen uns auf. Wie gesagt, ich mache dir gerne ein Geburtstagsgeschenk, aber wenn, dann soll es richtig spannend werden. Also muss ich das hier verdienen. Du hast einen Jenga geholt, ich habe, du hast mir ein Foto geschickt, ja. Wie du einen, hast du ihn denn danach bestellt, ja? Oder hattest du einen? Also es hat schon was mit deiner Sendung zu tun, aber jetzt, aber warte mal, nicht weil ich darauf trainieren wollte, weil ich fand das Spiel halt interessant und das spiele ich jetzt mit meinen Kindern nicht so oft wie du, ich bin da nicht so geübt, ich habe seitdem, wo ich das geholt habe, vielleicht 2-3 Mal gespielt, aber ist schon sehr interessant. Gar naja, eigentlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass du mich mal einlädst und wollte schon mal vorbereitet sein. Und wie du siehst, ist es mir schon teils gelungen, dich aus dem Konzept zu bringen. Das gefällt mir schon. Du hast dich schon gut vorbereitet. Die sollten hier, die sollten wir uns irgendwann mal anfangen, so Geld dafür zu zahlen, weil wir den Film werben. Werbung auf jeden Fall. Hast du die mal markiert bei dir in den Stories? Beiträgen. Ich meine das natürlich auch nicht ernst. Ich spüre sogar, wie die so mitgeht. Max, was machst du? Warum machst du das, Max? Selber professionell gekämpft hast du nicht, ne? MMA? Mhm. Leider nicht. Also ich habe, als ich mit MMA angefangen habe, habe ich mit dem Ringen aufgehört. Aufgrund von vielen Verletzungen, wo ich gesagt habe, okay, so macht es überhaupt noch Sinn, weiter zu kämpfen? Willst du deine Gesundheit jetzt aufs Spiel setzen? Das war das eine. Und das andere war, da ist der Nikita auf die Welt gekommen und ja, ich wollte dann halt jetzt nicht mehr so viel Zeit in Sport investieren. Deswegen habe ich leider MMA selber nie gekämpft. Das mit Verletzungen, das kriegst du ja mit. So. Ja. Bei MMA, das ist ja enorm, was die alles auf sich nehmen müssen. Hm. Glaubst du, das lohnt sich, das ist es wert? Warum machen die das? Ist das für Geld? Kann man da jetzt nicht für Geld was anderes machen, was weniger schädlich ist? Ja, ich glaube, jeder hat da so seine eigene Motivation. Die einen machen es vielleicht wegen dem Geld, wobei du da gar nicht so viel verdienst. Ja. Gibt es lukrativere Sportarten auf jeden Fall. Einige machen es vielleicht wegen der Anerkennung. Aber ich hoffe doch, dass viele das wirklich aus Leidenschaft machen. Anerkennung meinst du, dieser Respekt für Sportkämpfer? Ja, klar. Und, ja. Ist ja wirklich so. Ich meine, wie schnell bekommst du Anerkennung, wenn du 2, 3, 4 Kämpfe gemacht hast? Gerade MMA, gerade in der MMA-Szene ist es so. Aber bei vielen ist es halt so, ich meine, wir kommen ja beide aus einer Kultur, wo das wirklich hohen Stellenwert hat. Ja. Egal welche Kampfsportart, sei es jetzt Ring, Boxen, Judo, Sambo. Ich glaube, viele machen das deswegen oder eben irgendwann mal schlechte Erfahrungen gesammelt. Bist du für ein Unmensch? Aber diese obere gefällt mir nicht. Die liegt zu leicht, glaube ich. Also glaubst du nicht, dass es so ist? Dass da. Fall runter. Ich atme.
Also ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand mit einer Sportart anfängt, egal ob es Kampfsport ist oder nicht, um wirklich damit Geld zu verdienen. Du machst das ja, fängst ja damit an, weil du Spaß dran hast, weil dir das Umfeld gefällt, was auch immer. Glaubst du? Also ich kannte viele, die meinten, ich kämpfe, weil ich das Geld brauche. Und ich sagte, Geld kannst du ja auch anders verdienen. Ja, ich sagte auch, ich glaube nicht, dass das dein Hauptgrund ist, weil ich glaube, du stehst schon auf diesem Ruhm, so, ja, du Kämpfer, bam, boom, diese Möglichkeit, ganz groß, so deinen Namen in die Geschichte reinzuschreiben, wie der stärkste, der beste Kämpfer der Welt und, oder einer, der es auf sehr schöne Art versucht hat, so es zu werden. Aber das Geld-Hauptgrund ist so, ich weiß, vielleicht verstehe ich das nicht. Wie du jetzt schon sagst, ich glaube nicht, dass man, dass das der Grund ist. Also wie gesagt, ich glaube einfach, dass man, wenn man die Zeit in was anderes investiert, in ein Business, in eine Ausbildung, dass du schon viel mehr Geld damit verdienen kannst oder auch eine andere Sportart. Wir Kämpfer sind ja schon ein bisschen, bisschen krank, ne? Weil man muss es lieben. Ja. Weil wer lässt sich gerne ins Gesicht schlagen oder, keine Ahnung, sich würgen oder sich mal von der 5. Etage runterwerfen. Wobei, es gibt vielleicht Länder, wo man halt nur durch diese Sportart sich von anderen hervorheben und einen definitiv gewissen Erfolg erreichen kann. Länder, wo, also wenn wir jetzt von, ich sag mal, vom Ringen reden würden, dann gibt es definitiv Länder, wo es einen sehr viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Viel, viel mehr Anerkennung und mittlerweile auch gutes Geld für die Profis. Aber in Deutschland ist es nicht der Fall. Ja, warte mal, drauflegen ist glaube ich auch nicht ohne. Ist nicht ohne, aber nicht unmöglich. Ich mache mir schon Sorgen. Wie ist das mit diesen Fighting Camps? Viele fahren ja nach Amerika, um dort bisschen an deren Trainingsmethodik sich abzugucken oder ein bisschen mitzuschnuppern. Was hältst du davon? Finde ich sehr gut. Also man sagt ja, man lernt nie aus. Und ich meine, wenn du jedes Mal nur im gleichen Gym und da gleichen Trainern trainierst, mit den gleichen Trainingspartnern, kommst du, glaube ich, irgendwann mal an so einen Punkt oder an so ein Level, wo es halt nicht vor und nicht mehr zurückgeht. Vor allem, wenn du schon ein sehr hohes Level hast. Dann macht das auf jeden Fall Sinn, auch mal ein paar Trainingscamps einzubauen, sei es jetzt im Inland mit anderen Gym, sei es im Ausland so ein Trainingscamp mitzumachen, einfach nur, wie gesagt, mal andere Trainingsmethoden kennenzulernen, weil sonst wird es irgendwann mal zu einseitig. Du kennst irgendwann mal das ganze Programm deines Trainers, du machst fast jeden Tag das gleiche oder wie auch immer. Mal so eine Abwechslung, mal was Neues zu lernen, vielleicht mal auch neue Techniken mit anderen Trainingspartnern zu trainieren, macht auf jeden Fall Sinn. Das bringt dich auch weiter. Also ich habe das ja selber als Sportler gemerkt, ne? Wenn, ob du jetzt, ich sag mal, hier ein halbes Jahr trainierst oder mal vielleicht für 2 Wochen nach Russland fährst und dort ein Trainingslager machst, wo du viel, viel mehr Trainingspartner hast, die entweder auf deinem Level sind oder vielleicht sogar über deinem Level, lernst du doch viel, viel schneller, als wenn du hier, sag mal jetzt, mit einer der Besten im Gym bist und deine Belastung so mehr oder weniger steuern kannst, weißt du, weil keiner kann dir mehr was vormachen. Du gehst dein Tempo, weil du kannst dir dann aussuchen, ob du das Tempo hochfährst oder runterschraubst, ob du stehen bleibst, ob du runtergehst, am Boden kämpfst, weil dich da keiner mehr fördern kann. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, auch mal im Ausland zu trainieren, andere Trainingsmethoden kennenzulernen. Welche Gyms würdest du da vorschlagen? Oder zieh erstmal in Ruhe, dann. Also konkret kann ich dir gar nicht sagen, weil ich selber in keinem Gym war im Ausland, wo ich sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall eine Top-Adresse mit Top-Trainern, mit Top-Trainingspartnern. Das so von Kämpfern her, die da rauskommen? Ich würde wahrscheinlich irgendwas in der ehemaligen Sowjetunion bevorzugen, weil viele fahren ja zum Beispiel nach Amerika oder dieses Tiger Gym in Thailand. Aber ich glaube, das ist gar nicht so anders wie die Trainingsmethoden in Amerika. Deswegen würde ich auf jeden Fall
irgendwo ehemalige Sowjetunion fahren, so richtig noch alte Schule, wo die draußen trainiert haben. Siehst du ja immer wieder Videos vom Habib Nurmagomedov oder damals von Emelianenko, Fedor oder Alexander. Ich glaube, diese Schule gibt es nicht mehr. Das ist Tari Oskol, Ja, gibt es nicht, aber ich glaube, es werden wahrscheinlich immer noch genug Schulen geben, wo die ähnliche Trainingsmethoden vorzuweisen haben. Jetzt 32, also ich glaube, bei Dovato-Brüder hat er nur 33 Folgen, glaube ich, oder? Also das ist schon nicht schlecht. Ja. Hast du gesehen, wie ich zitter? Boah, das wackelt jetzt schon so stark. Das wackelt auf mehreren Ebenen jetzt. Also oben für sich und alleine unter für sich. Jetzt bitte gar nicht den Tisch wackeln und ihr bitte nicht atmen zu Hause. Kennst du diesen Film? Pferdeflüsterer? Jenga-Flüsterer? Genau, ich will diesen Titel. Oh! Ah. Also das war echt ganz miese Hast du Nummer. gesehen, ne? Aber ja, aber man merkt deine Erfahrung. ja, ne? Ja. Du bist nicht so zittrig wie ich. Es ist von Tag zu Tag auch abhängig. So. Keine Ahnung, heute habe ich irgendwie. Ich habe vorhin eine Banane gegessen, vielleicht ist das der Geheimnis. Vielleicht. Gibt es nicht mehr viel. Nee, nee. Also, willst du jetzt eine Remise? Ich glaube, wenn ich lache, sogar wackelt es. Das gibt's nicht. Wo hast du den hergeholt? Aus Tasche. Es gibt ja auch nicht mehr viele. Hast du einen? Zieh den schnell hoch. Das solltest du, ja. Ja, ihr habt jetzt alle Glatzen im Gym, habe ich mitbekommen. Habt ihr so 20 Leute Glatzen gemacht? Ne? Was war das? Weil ihr hier zum Friseur nicht könntet? Oder? Also bei den anderen weiß ich nicht so genau, ob das jetzt Gruppenzwang war. Bei mir war das definitiv so, dass ich nicht zum Friseur kann und ich mag es nicht. Ich mag es nicht, wenn meine Haare so lang sind. Zumindest an den Seiten nicht, weil die fallen nicht so runter wie bei jedem normalen Mensch. Bei mir stehen die so ein bisschen ab. Und dann sehe ich aus wie so eine Pusteblume. Mann, etwas Das. entspannt. Hör auf. Hör auf. Jetzt weiß ich, was du meinst, dieser Druck Den Druck, ja, das hinterher. Ja, spürst du. jetzt. Hier, Leo hat sich selbst Haare geschnitten. Sieht Nee, man. Nikita habe ich auch selber geschnitten. Weil er eine ähnliche Veranlagung hat wie ich. Also, ich meine. Jetzt muss er nur noch drauf. Den musst du an der Seite ja, dann fassen. Das kann doch nicht wahr sein.
Sag mal, wie kannst du? Damit du den nicht rausholst. Nein! Nein! Wie viele Reihen haben wir jetzt? Ich glaube, jetzt, wenn wir noch einen drauflegen, haben wir 33 und dann sind wir auch Sieger der Herzen. Genau. So, hier sind noch drei drin. Einer geht bestimmt noch raus. Komm, hör auf. Wie war das mit draufschlagen? Versuch's doch mal mit dieser Technik. Du. Also du warst mir ja immer sympathisch, ne? Mit jedem Klotz ändert sich meine Meinung. Aber warte, hier drauflegen ist auch nicht ohne, muss ich sagen. Das ist nur einer darunter. So, das war's mit unserer Sympathie. Uff, das war schon. Das muss ich schon sagen. Also jetzt, wenn du jetzt einen rausholst, glaube ich. Fahre ich nach Hause. Ich habe meine Hände nicht zu zittern hören, ne? Dann wäre das Spiel einfach. Leider ist die Batterie ausgegangen bei uns, bei Kameras und wir, wir müssen jetzt aufhören. Ja. Wir mussten aufhören. Guck mal, es geht gar nicht mehr um Fragen, ne? Es geht nur noch um das Spiel. Ich habe gar keine Fragen mehr. Okay. Dann können wir uns so unterhalten. Wie sind wirklich Fragen ausgegangen? Erzähl, was steht bei dir so an? Was bei mir so ansteht, ja, im Moment nicht viel. Aufgrund der Corona-Krise, ich glaube, da geht es mir nicht anders als jedem anderen Sportler oder halt Trainer. Man wird zu langsam wahnsinnig, wenn man die ganze Zeit zu Hause hängt. Aber musst du arbeiten? Ich muss noch arbeiten. Genau, aber du kannst ja sonst nicht deiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und das ist halt. Deswegen bin ich froh, dass ihr heute gekommen seid. Da haben wir ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Wettkampf auf einer anderen Ebene. Ja. Und ich weiß nicht, ich war am Anfang. Ich habe noch nie einen Jenga gewonnen, habe ich erst schon mal gesagt. Ich war am Anfang froh, dass wir heute hingekommen sind, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ja, sieht schon wirklich skelettmäßig aus jetzt. Es gibt auch nicht mehr viele Steine, ne? Mhm. Warte mal, wenn wir jetzt so weit kommen, dass man gar keinen Stein mehr ziehen kann, was dann? Also ich meine, gewisse Steine kannst du nicht mehr rausziehen. Der eine muss dann ziehen, auch wenn es fällt. Also ich habe gesehen, einen der im Internet, der hat so mit schneller Bewegung den ganz unteren rausgeholt. So raus, das habe ich auch gesehen. Ja, ja, aber ey, aber wie viele Versuche hat er gemacht? Wenn ich so weit bin, dass ich das machen muss, dann mache ich das. Aber vielleicht müssen wir gar nicht das so. Hast du so ein Worst-Case-Szenario zu Hause schon geübt? Nein, eigentlich nicht. Das sollte ich machen. Der Tisch passt nicht dafür, ne? Der ist so ein bisschen klebrig. Also jetzt haben wir Rekord gebrochen, glaube ich. Irgendwie hatte ich das im Kopf, ich schwöre es, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich heute an meinem Geburtstag gegen Max Schmidt verlieren werde. Und aber hoffentlich irgendein mieses Kommentar schreiben muss. Wobei, jetzt habe ich das irgendwie selber hervorgerufen, dass man mir ein Lied vorschlägt. Ne? Ja, das sieht gut aus. Au! Es wird immer weniger. Aber du hast noch einen? Ich habe noch zwei Steine, die ich ziehen kann, dann war's das. Ich meine, das heißt, wenn ich jetzt rausziehe und du auch, habe ich automatisch verloren. Es gibt ja nur noch diesen hier und also den diesen hier. Diesen theoretisch, der geht. Der, ja. Ja, das war's. Und der oben. Der oben, ja. Und ich glaube, ich würde lieber den dir überlassen. Das kann ich verstehen. Da muss ich wirklich diesen unteren so rausholen. Wenn dann.
Oder ne, wenn ich den da raushole, dann musst du diesen Trick machen. Das ist schon rekordverdächtig hier. Komm, jetzt fall runter, Jenny, was ist los mit dir? Welche Seite? Ich glaube, du brauchst das gar nicht zu unterschreiben später. So, was passiert jetzt, wenn der jetzt runterfallen würde? Was wäre dann? Also, ich habe ja als letztes gelegt. Wenn wir jetzt beide nicht mehr dran gehen und er kippt, habe ich dann verloren? Also nee, jetzt habe ich, das ist ja schon jetzt auf meinem Nacken. Und jetzt habe ich die Verantwortung. Wenn er jetzt fällt, egal was, dann ist das meine Sache. Aber du hast den so an der Seite gelegt, da oben. Ich glaube, jetzt kommt der Moment mit rausschlagen. Also dieser untere, da sind meine Finger zu dick, um den da rauszuholen. Aber stell dir vor, wenn ich den ein bisschen rausschiebe und dann schnell rausziehen, aber den kriegst du jetzt nicht geschoben. Ich schieb's den ganzen Turm jetzt mit, weil da ist ja jetzt die ganze Belastung nur auf den einen Klotz. Sollen wir eine Werbepause machen? Oh, ich glaube, wir haben. Ich muss dann jetzt versuchen zu ziehen, sonst. Also, Rekord haben wir, glaube ich, definitiv gebrochen. Auf jeden Fall, oder? Ja, das ist also Rekord. Besser. So weit waren wir noch gar nicht. Du machst aber auch echt spannend. Das liegt sehr fest drauf. Hat sehr viel Druck auf sich. Also ich glaube, das ist schon fast unmöglich, weil der steht ja schon in diese Richtung. Wenn ich den in die Mitte schieben kann. Weißt du, schnell einen raus und einen in die Mitte ziehen? Nee, dann gleichzeitig darf ich nicht so unterschiedlich. Komm. Ich dir so lange eine Frage stellen. Aha. Wann trainieren wir wieder zusammen? Oh, ich bin aus großem Sport ausgestiegen. Ich meine, ich rede nicht von einer Vorbereitung. Einfach mal locker wieder trainieren. Ich würde gerne, aber ich bin irgendwie. Hast du keine Zeit, ne? Ja, keine Zeit wäre auch falsch zu sagen. Irgendwie komme ich nicht dazu, so nach Neuss zu fahren, nach Krefeld zu fahren, um mit euch zu trainieren. Aber ich schaue die ganze Zeit mir die Stories von euch an und denke. Du hast genug trainiert. Stories angeschaut, so reicht. Ja, genau. Es ist genug für mich. Max, was hast du mit mir gemacht? Tut mir leid. Wo machst du das? Der Trick finde ich hier schon. Also ich habe mir gedacht, du hast zu Hause jede Situation schon. Nee, ich übe das nicht wirklich zu Hause. Also viele denken irgendwie. Aber du spielst das zu Hause auch ab und zu. Ich habe seit ich hier wie diese Sendung angefangen habe, immer nur in der Sendung gespielt. Und echt jetzt? Ja, zu Hause gar nicht? Privat? Also ich würde mich jetzt nicht vorbereiten würde. Nein, das nicht, aber vielleicht auch mal mit den Kindern. Kam halt nicht dazu. Aber ich habe es, bevor wir angefangen haben zu reden, ich habe es. Also ganz ehrlich, als du mich eingeladen hast, ne, habe ich gedacht, ich gewinne das Ding niemals gegen dich. Also das, was ich vorher gesehen habe, sehr selbstsicher, sehr ruhige Hand. Aber so langsam machst du mir Hoffnung.
das ist jetzt eine komplett neue Taktik. Ne, wenn ich den jetzt schnell raus, dann der fällt, aber ich wollte den in die Mitte schieben. Leo, was ist los mit dir? Helf mir. Leo ist selber angespannt. Helf mir doch, Leo. Wo ist der Druck? Also der macht den Druck da drauf, ja. Ja, dann musst du den rausschlagen. Definitiv. Mach mal so einen Spinning Backkick dagegen. Ich muss den hier vielleicht ein bisschen verschieben. Komm. Ich schwör's dir, das wird die längste Sendung sein von uns. Wie viel haben wir jetzt? 1,40. Echt? Boah. Sehr schön. Aber halt auch spannend. Ja, voll spannend. Komm, geh weiter hier. Eigentlich, wenn er jetzt in die Mitte kommt, so, könnte ich den... Au! Willst du jetzt beide in die Mitte schieben? Fest sitzt. Aber ich merke schon, du bist auch sehr ehrgeizig. Ne? Jeder andere hätte gesagt, ach okay, komm, scheiß drauf, ich ziehe jetzt einen Stein, egal was passiert. Ich meine, wie gesagt, nee, nicht bei dir. Bis zum Ende. Versuchen. Also wenn du das Ding jetzt noch rausholst, ne, dann hast du meinen vollsten Respekt. Oh. Also das ist dann echt krass. Das... Niemals. Niemals. Komm. Komm. Komm, Bruder, komm. Was? Au. So. Aber der muss noch. Warte, guck mal, wie die stehen. Ja, du musst drauf. Schon alleine, dass du den rausbekommen hast. Ist schon. Also ich glaube, jetzt zu verlieren, ist keine Schande. Nee, also Schande also war das auch nicht. Das war jetzt eine ganz große Nummer, ganz ehrlich. Jetzt ist das offiziell dein Ding. Hat er jetzt obere wieder bekommen. Ja, aber obere hin oder her, weil der wackelt ja immer noch. Eigentlich ist es besser von unten zu ziehen, weil der lastet mehr Druck drauf. Guck mal. Das sind immer eine sehr leicht. Guck mal, keine einzige. Also in welche Richtung wackelt er am meisten? In jede Richtung. Den tun wir gleich rein. Ich muss mir auf jeden Fall mehr Fragen nächstes Mal ausdenken. Bleib stehen. Ein bisschen flüsterer bist du auch. Ja, die obere. Aber wie gesagt, also das war jetzt eine Sache, aber das, was du gerade gemacht hast, ey, das war. Ich habe noch diese Hoffnung für diesen oberen hier. Bundesliga-reif, was du gerade geleistet hast, ganz ehrlich.
Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast trotzdem einen schönen Geburtstag. War ein guter Kampf auf jeden Fall. War ein faires Spiel. Also ich muss sagen, ich hätte echt nicht gedacht, dass bis zu diesem Zug noch kommt. Also das, was du unten noch rausgezaubert letzte, hast. Der war noch machbar, weißt du? Das ist das Schlimmste daran, dass es noch machbar war. Hier, du musst noch einen unterschreiben. Alles ist machbar. Da hinten irgendwo. In dem Sinne, ich hasse euch alle. Ich hasse vor allem mich. Ich hasse Max auch. Und wir sehen uns auf Instagram und in Kommentaren, wenn ihr einen Kommentar oder ein Lied ausgewählt habt. Aber ich hab die, wie heißt das, die Wahl habe ich noch. Entweder zu singen oder Kommentar zu schreiben. Und das ist fair, weil wir heute vor der Sendung diese Regeln ausgesprochen hatten. Ja, nicht, dass jetzt die anderen kommen und sagen, ja, warum müssen wir singen? Ja, das stimmt. Ja, ne? Ja. Da gibt es keinen Ausweg. Die anderen müssen auf jeden Fall, David und Djibril müssen noch singen. In dem Sinne, passt auf euch auf, tragt Handschuhe und ich hasse euch. Bleibt gesund. Bleibt gesund, ja. Surho, Leo, danke euch, dass ihr gekommen seid. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, hab ich ja komplett vergessen. Alle. Ich danke dir nicht. jetzt sowieso nicht mehr. Danke dir nochmal. Alle Sendungen verfolgt. Sendung, ja. Und ich habe gehofft, dass du mich irgendwann mal einlädst, weil ich finde das echt mega geil, mega lustig, auch mit dem Spiel. Sehr, sehr gute Idee. Du hast von Anfang an geplant eigentlich. Ich war nur, musste nur passen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Also, guckt euch die Sendung an oder die Folge und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Danke euch, Männer. Max, warum machst du sowas? Guck mal. This is the...